So Freunde und moin zusammen. Jo, willkommen zu diesem neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, hier haben wir meinen neuen Bock, mein neues Pferd im Stall. Ja, das ist mein neues Auto jetzt. Wie ihr sehen könnt, habe ich ordentlich in die Tasche gegriffen, um mir dieses Gefährt hier leisten zu können. Und viele von euch haben immer so ein bisschen bemängelt, dass ich nur saubere Fahrzeuge wasche, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, denn oftmals habe ich schmutzige. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich kaufe mir ein Kackfass. Schreibt es in die Kommentare, Hashtag Kackfass. Und so sieht das gute Stück aus. Fiat Punto, ich weiß gar nicht, ist das ein S? Ja, genau. Fiat Punto S hat satte 1,1, glaube ich, Liter Hubraum, also ordentlich. Und 55 PS. Das ist jetzt mein neues Gefährt. So sieht das Ganze aus. Wartet mal ab, wenn die Karre gewaschen ist. Der Lack sieht so beschissen aus. Da werden wir noch ganz, ganz, ganz viele Sachen mitmachen. Ich habe nämlich ein ganz großes Projekt damit vor. Ich werde euch einiges dazu zeigen. Viel mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Aber ich bin natürlich auch noch ein bisschen Offroad gefahren mit dem Kleinen hier, wie ihr sehen könnt. Und so sieht das gute Stück aus. Also ich habe ordentlich was mitgenommen und dementsprechend sind wir heute in der Waschanlage, um die ganze Scheiße wieder runterzuholen oder überhaupt endlich mal runterzuholen. Guckt euch das mal an, was hier alles drin los ist. Und ja, auch der Innenraum sieht nicht so besonders aus. Ich habe keine Zentralverriegelung, drüben ist offen, deswegen muss ich aber jetzt rübergehen. Guckt euch das mal an, was der an Scheiße hier auf dem Lack hat. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Und ihr bestimmt noch mehr. Ja, ja, der 83-Mitunert Arschloch, der kann ja nur saubere Karren waschen. Nee, das ist nicht der Fall. Denn ich werde euch hier daran zeigen, an diesem Opfer, dass der Wagen auch von mir gereinigt werden kann. Egal, wie der aussieht. Jo, hinten habe ich natürlich noch meinen Nasssauger von Kärcher dabei. Hier hatte ich auch ein bisschen Spaß. Ich bin da einfach mal eben mit den Schuhen, mit den Matschschuhen im Wald über die Rückbank gelaufen, habe ich mir überlegt. Und so sieht das gute Stück aus. Da muss einiges gemacht werden. Also die Kiste ist richtig versaut und wartet, wie gesagt, darauf ab, wenn der Lack zu sehen ist, wenn der sauber ist, wie scheiße der Lack aussieht. Mal den Kofferraum auch noch auf. Sieht nämlich auch beschissen aus. So, gucken wir uns das auch noch an. Ja, also das ist ein richtiges Kackfass, das Scheißteil hier. Aber da habe ich richtig tierisch Bock drauf. Ihr habt es mir immer gesagt, hol dir mal irgendeine Schrottkarre und mach das. Und dann denke ich mir, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich habe meinen Z4 erfolgreich verkauft, der ist weg. Ihr habt das Bye-Bye-Video gesehen. Und dementsprechend nutzen wir jetzt heute die Chance und waschen diesen Haufen Scheiße mal wieder sauber. So, wir beginnen mit der Vorwäsche, damit wir diesen ganzen dicken Brocken an Lehm und Schmutz und ach, was weiß ich, was da alles drauf ist auf dem Lack, runterbekommen. Ich habe zwei Glorias vorbereitet für diesen Extremfall. Schon jeweils 1 Liter Wasser, Geroldsteiner, nein, natürlich nur Leitungswasser ist drin. Wir benutzen heute das Snow Foam Combo 2, weil ich keine Ahnung habe, was auf dem Lack drauf ist. Und in Verbindung dazu nehmen wir hier von den Chemical Guys das Maxisatz 2 Shampoo. Das ist ganz cool, pH-neutral. Und sollte man auch eine gute Reinigungsleistung mit haben. Ich mache es jetzt heute nach Gefühl einfach mal ein Schüsschen rein, genauso wie in die hier auch. Und dann sollten wir den Wagen schön einschirmen können. So, los geht's. Der Juli steht bereit. Wir nehmen direkt zwei Glorias, wie ihr wisst. Und ja, wir müssen dringend mal hier die Filter reinigen. Aber kommt auf jeden Fall gut Schaum raus. Und parallel pumpen. Doppelte Anstrengung, aber auch doppelter Schaum. So, das scheiß Kackfass müssen wir jetzt noch schön sauber machen, schön einschäumen. Immer drauf. Ja, um die scheiß Felgen werde ich mich gleich kümmern. Also Felgen, ne? So richtige Felgen kann man das hier nicht bezeichnen, die scheiß Metalldinger. Da werde ich aber trotzdem auf jeden Fall gleich mal mit dem Felgenreiniger drauf gehen, damit da ordentlich was runtergeht. Und dann schäumen wir in der Zeit den Wagen fertig ein. So, wie gesagt, Felgenreiniger. Oh, den habe ich sogar zugedreht. Nehmen wir heute mal einen Bilberry. Da habe ich hier noch schöne Mischung. Und hier bei der Stahlfelge ist das jetzt nicht so sonderlich wichtig. Aber nichtsdestotrotz muss die auf jeden Fall auch gereinigt werden. So, zwei Glories waren vielleicht doch noch ein bisschen zu wenig. Ist auf jeden Fall richtig gut eingeschäumt und die Sonne kämpft ein bisschen gegen uns. Dementsprechend müssen wir uns jetzt sputen und beeilen und direkt den Wagen abdampfen.
Freunde, da seht ihr es. So sieht das, na gut, das Stück sage ich jetzt nicht. So sieht der Kackhaufen jetzt nach der ersten Wäsche aus. Also wir sehen, dass wir diesen kompletten Wald, den ich mitgebracht hatte, runtergekriegt haben. Und was sehen wir jetzt? Wir sehen einen richtig verwitterten, uralten Scheißlack, der total stumpf ist. Ja, hier auf dem Dach ist auf jeden Fall noch hier noch so ein paar Flecken. Da gehen wir gleich bei der Handwäsche drüber. Und ne, hier seht das überall. Also der Lack ist wirklich, der ist stumpf, da tut sich nichts, der ist richtig hinüber und der muss natürlich dementsprechend auf jeden Fall perfekt poliert und aufbereitet werden. Und das seht ihr natürlich dann in den Folgevideos. Das sind natürlich so die Ideen, die ich habe, und wartet ab, da habe ich noch ein paar Special-Ideen, damit ihr da auch einen richtigen Kontrastunterschied wahrnehmen könnt. Ja, dementsprechend, ich habe natürlich, wie ihr wisst, meine Eimer dabei. Zwei Eimer brauchen wir jetzt heute wirklich nicht. Das ist bei der Scheiße egal, ob wir Kratzer machen oder nicht. Da sind nämlich so viele Kratzer schon drin, so matt ist der Lack. Da brauchen wir nicht drauf zu achten, aber nichtsdestotrotz, ich mache jetzt auf jeden Fall die Handwäsche und dann geht's weiter. Jo Freunde, Handwäsche soweit vollendet, das hat geklappt, richtig gut. Und da ist auf jeden Fall eine Menge Schmutz noch runtergekommen. Das hat wirklich getan im Herzen, hier mit einem Eimer zu waschen. Aber ich habe das eiskalt durchgezogen, ich habe das wirklich so gemacht. Einfach im Sinne dessen, weil der poliert wird, geknetet, alles was ich hier komplett vorhabe, werdet ihr in den Videos sehen. Und dementsprechend muss man da nicht drauf achten, Kratzball zu waschen. Das ist ganz klar, wenn die Kiste schon verkratzt ist. Ja, wie gesagt, jetzt wird er noch abgedampft und dann kann man abtrocknen. Und dann sind wir damit durch und dann gucken wir uns die Karre im sauberen Zustand auch nochmal ein bisschen genauer an, machen noch eine kleine Fahrt. Freunde, so sieht der Wagen jetzt abgedampft aus nach der Handwäsche. Das hat soweit gut geklappt. Auf jeden Fall ist da eine Menge runtergegangen. Richtig krass. Und jetzt würde ich sagen, wagen wir auch mal einen Blick hier unter die Haube. Denn da würde ich sagen, muss ich nämlich auch noch mal dran gehen. Ja, der hat natürlich keinen Lifter oder sonst was hier. Na, so sieht der aus. Der ist Fiat-Style typisch. Das hatte ich bei meinem Punto, wie einige von euch wissen. Ich hatte selbst auch mal einen Punto damals. Hat der nämlich hier ordentlich Schweißausbrüche in Sachen Öl. Und dementsprechend, da gehe ich jetzt mit dem Teufels-Allesreiniger nochmal dran und werde da auch nochmal ein bisschen rum sprühen und das Ganze mit einem Tuch fein, säuberlich, vorsichtig entfernen und nicht mit dem Hochdruck rein. Also, los geht's. So, Teufels-Allesreiniger und dann gehen wir hier so ein bisschen drüber, sprühen hier in die Bereiche, natürlich jetzt hier nicht bei den offenliegenden Zündkerzen, bei dem Aggregat. Alles ein bisschen aufpassen. Hier haben wir überall noch so ein bisschen Verschmutzung. Lassen wir es eine Sekunde einwirken, währenddessen sprühen wir weiter. Und dann können wir hingehen. Was ist denn das überhaupt für ein Scheiß? Das ist ein Tuch. Leute, 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 dieser Vorbesitzer war auch ein Freak. Und dann können wir hingehen und das Ganze mit einem Welle Pro Pinsel schön aufschäumen. Und da können wir ganz viel an der Reinigung mitmachen. Na, guckt euch das hier gerade mal an, was hier so ölmäßig hier so rumspaziert. Das ist halt ein Fiat. Die schwitzen halt immer ein bisschen gerne. Das ist normal bei den Kisten. Das darf man denen auch nicht übel nehmen. Ich kenne das noch von meinem Punto von früher, wie gesagt. Da hat man halt hier so ein bisschen Style. Das ist mehr Deko. So. Genau. Mache ich soweit fertig und danach gleich mit dem Tuch schön abnehmen. Jo Freunde, wie ihr jetzt sehen könnt, Motorraum sollte soweit auch wieder richtig gut aussehen. Das kostet auch immer wieder ein bisschen Power und Energie. Aber das Ergebnis spricht dann für sich. Das sieht gut aus. Ihr seht, der Lack ist arschstumpf. Da kommt jetzt wieder die ganze Scheiße runter oder raus. Also der muss auf jeden Fall gemacht werden. Da habe ich noch einiges vor. Und ihr seht, ja auch im Innenraum, da müssen wir natürlich noch eine Menge machen, klar. Aber das kommt in einem anderen Video, denn heute geht es nur um die Außenreinigung, einmal die Wäsche hier zu machen. Das sieht nämlich auf jeden Fall jetzt schon mal wieder deutlich besser aus. Ihr habt es ja gerade vorher gesehen, wie das Kackfass aussah. Und jetzt ist das deutlich besser. Also dementsprechend Handwäsche, abtrocknen, alles sind wir durch. Und können wir jetzt hingehen und uns die Karre mal angucken und noch eine Runde fahren.